that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. Ja, einen wunderschönen 1. Mai zusammen. Eigentlich war heute geplant, dass ich 12 Stunden streame. Das war eigentlich so leicht so angedeutet. Aber 12 Stunden werden es nicht werden, weil meine Stimme ab einer gewissen Zeit immer noch ein bisschen abkackt. Weil ich war ja die letzten 2 Wochen so ein bisschen krank. Teilweise auch ein bisschen mehr krank, wo gar nichts mehr ging. Und deswegen gab es jetzt auch eine ziemlich lange Zeit kein Stream mehr. Und ja, deswegen schauen wir heute mal, wie das alles so funktioniert. So. Jetzt muss ich mal kurz was schauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Sound vom... Ist das Prisma? Nee, doch, wird übertragen. War total leise. Aber ich glaube, ihr habt schon auch Musik gehört, oder? Ich teste mal ganz kurz was. Ja, gut. So. Das auch noch funktioniert auch alles. Mich hört man auch. Ach ja, mein Husten klingt immer, also nicht erschrecken, wenn ich mal zwischendurch huste. So, wir starten auch dann gleich schon in wenigen Sekunden.
Ich finde es mal schon mal richtig schön, dass, dass YouTube auf die Idee kommt und auch sagt, okay, ich schicke auch mal eine Benachrichtigung raus, weil ein paar Leute haben so mitbekommen, dass ich jetzt live bin. So, erstmal ein Hallo an Lani SSO Girl. Hey, mein, musst dir was erzählen. Was musst du mir denn erzählen? Und hi erstmal. Dann hi auch an Arctos. Hi, hi an Leonie. Olli, wann kommt SSO? Musst dir meine neuen Pferde zeigen. Auch heute. Also, es ist alles heute geplant. Also, es kommt heute Super Mario Odyssey. Dann kommt irgendwann SSO und zum Abend wahrscheinlich ETS. So ist es derzeit geplant. Kommt halt drauf an, wie meine Stimme sagt. Ja, ist okay. So, ach und hi. Sag bitte, heute 5 bin um 2 beim Reiten. Okay, ich kann es dir nicht sagen, Leonie. Muss ich schauen. Daylight, hi. Hi an Sebi HD und hi an kleines Dümmerchen. So, und dann was gestern in SSO habe ich, bin jemanden Wahrheit oder Pflicht oder Strafe gespielt und ich musste von Silvergate nach Fort Winter kriechen. Oh. Hat sicher eine Weile gedauert, oder? Kann ich mir zumindest ja gut vorstellen. Sound resumed. So, ich habe mich mal entsounded. So. Ino, Kirito, Ark, hi und hi an Karottenmann. So, ich muss jetzt erstmal kurz das Spiel schon mal laden. So, Dateiverwaltung, laden. Weil hier geht's ja weiter. Vom 13.04. Das ist schon total lange her, oder? Wo wir das letzte Mal so richtig live waren. So, ich brauche auch noch den Facebook-Chat. Da ist er schon. Hi an Patrick und hi an Vladimir. Schön, dass er reinschaut. Auch wenn ich jetzt gefühlte Jahre nicht mehr online war. Wo ist denn der Controller hier? Bist du fleißig am Snippen? Natürlich. Was macht dein Handy? Wie kann es sein, dass du jetzt überhaupt live bist, online bist? So. Ich sammle hier schon mal ein bisschen was ein. Weil das ist ja jetzt die neue Welt, wo wir hier gelandet sind, sozusagen. Wenn es mit dem Sound zu leise oder zu laut ist, sagt einfach mal Bescheid, ja? Dann kümmere ich mich drum. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wie das geht. Okay, das war nochmal das. Springen. Gut, okay. Ich glaube, ich bekomme es hin. Was leuchtet denn da so komisch? Achso, das ist einfach nur generell. Übrigens, ich habe diese Welt schon mal bisschen angespielt gehabt, weil ich konnte nicht so lange warten. Sissi Hofer, hi. So, Lani, heute ist es oh cool. Ja, das hat es ungefähr eine halbe Stunde gedauert oder mehr. Ja, okay. Du hast es überlebt. Oh, da war was drin. Das ist auch was drin. Drin. So. Hallöchen. Ah, okay. Die Bösen. Ja gut, dann bekämpfe ich die gleich mal. Meine Schwester und ich wollen Kino gehen und Endgame anschauen. Deshalb darf ich heute am Handy sein. Achso, dann kannst du ja auch snappen, ne? Dann muss ich das ja nicht machen, dass da mal wieder so ein richtiger Snap kommt. So, aber gut, jetzt fange ich mal richtig an hier. Und da ist schon wieder die nächste Nachricht. Du ignorierst Facebook sehr oft. Ich ignoriere Facebook eigentlich nie. Bis Facebook ist das Einzige, was ich nicht auf dem PC mir anzeigen lassen kann, den Chat. Deswegen dauert es dann manchmal ein bisschen länger, bis ich die Nachrichten lese. Aber ignorieren tue ich es nie. So. Hallöchen. Vorteil, wenn ich dich... Nö, nee, wahrscheinlich nicht. Okay.
zwar jetzt nochmal. So. Ups, falsche Taste. Ja, ich muss jetzt hier erstmal wieder ein bisschen klarkommen, ne? Das Typische, wenn man es dabei nicht gespielt hat. Tipp. Achso, so rum geht er gerade. So. Tata. Achso, hier würde ich wieder nach oben kommen, das wollen wir aber nicht. So, ja, ich habe dich natürlich begrüßt. Was? Meine Freundin hatte sich auch in der Schule gewundert, warum ich 9 oder 10 Uhr einen Snip verschickt habe. Und ich habe ihr erklärt, dass du für die Snips jetzt warst. Ja, sag das mal bitte allen, nicht, dass die sich wundern, ja? Oder ich schreibe das einfach in dem nächsten Snip mal mit rein. Und hi, Fabi. Mein Husten. So. Ups. Was ist so auf die Stacheln acht gehen? Natürlich, das machen wir noch hin. So, ich hole nochmal kurz einmal Luft. So, und jetzt ziehe ich hier durch. Ich sehe mich nicht. So. Das hier ein Luftbläschen. Ah, immer die Entscheidung, in welche Richtung man geht. Ne? Das ist ein Herz. Ah, los. Wieso bekomme ich dich nicht? Hallo? Geht doch. So, ich nehme das erstmal hier einmal an. Aber ich gehe mal kurz zurück, um in die andere Richtung zu schwimmen. Da gab es ja zwei Richtungen. Ups, nach oben will ich. So. Ah, nee, ich mach das nur mit denen, die auch wirklich. Muss ich jetzt wirklich aus dem Fisch raus? Joho, ein Mond. Mein Fisch ist abgehauen. Was hab ich eigentlich? Nein, ich treff dich. Ups. In der letzten Sekunde. Habe drei Fische bekommen, kleine. Ja, ich habe hier auch gerade einen Fisch, siehst du, ja? So. Ja, und die Nachricht, dass ich Facebook ignoriere, habe ich schon gelesen. Danach kam keine Nachricht mehr auf Facebook. Also ich sag das nichts dazu, ne? So. Ah. Hier ist doch was faul. Mann, geh mal weg, du Scheißfisch. Ach so, okay.
Sollen wir mal kurz warten. War schon immer so, dass ich als Fisch nicht... Ups. Mein Fisch hat sich wieder aufgelöst. Obwohl, brauche ich es glaube ich eh erstmal nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier einmal rein. Ja, und wie gesagt, heute, also hier nach Umfang, beende ich dann erstmal den Stream, dann werde ich nachher erstmal irgendwann Frühstück essen, beziehungsweise dann ja zum späten Nachmittag halt was essen. Und nimm dich als Belohnung, was bekomme ich dann? Sag bitte einen Mond. Ja! Nee, und wie gesagt, danach werde ich dann Open SSO machen und dann zum Abend ETS. Habe dich abonniert, Fabi. Da freut sich die Fabi sicherlich. So. Was schreibt Fabi? Nimm gerade auf und höre von meinem Vater im Hintergrund klassisch, wo ist live hier so auf YouTube und schreibe sofort hi. Das ist ja schön, Fabi. Was nimmst du denn auf? Mila, Lila, hi. Also mal, wenn ich mal ein bisschen lauter husten musste, müde ich mich mal kurz, also ich versuche es zumindest. Dass ihr das nicht ertragen müsst. Hallöchen. Ach, du übst ein Herz, das war nett. Kommen wir hier auch noch viel rein? Nee. Hallöchen. Ich glaube, ich kann hier in diesem Spiel tatsächlich die Musik einfach mal ausmachen, oder? Weil wir haben hier Sound von Mario. MSP. Ich gucke kurz ein Video, er macht das. Mila, ich habe einen Namen auf YouTube geändert. Vorher hieß ich mir. Ach so, du bist es. Sag's doch gleich. So. Ja, jetzt merke ich mir, dass meine Stimme schon wieder nachlässt. Bin ich da schon durch oder haben wir da noch irgendwas? Da komme ich jetzt gar nicht. Komme ich da rein? Da komme ich nur von oben rein, okay. Ist ja kein Problem. Dann gehen wir. Also zum Shop müssen wir nicht. Ich hatte letztens, da bin ich als nackter Mario rumgelaufen. Ist okay. Sieht gerade wirklich hübsch aus. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal wieder raus und suchen uns jetzt mal einen Fisch. Hätte ich einen Fisch. Den ich mal treffen würde. So. Oh, ein Mond. Los, komm her, Fischchen. Ich gucke kurz ein Video. Welcher Fabi von der von YouTube? Nee, 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 das ist eine weibliche Fabi. So. Oh, was ist noch bei meinem Husten los? Das ist ja schlimm.
So. Dann kommen wir hier rein. Wieso haben wir erst zwei? Müssten wir jetzt schon drei Monde haben? Ne, das andere waren große, oder? Ich habe das zwar schon mal gemacht hier, aber ich bin schon wieder komplett so. Schon wieder total lang nicht gespielt. Ah, von oben müssen wir mal rauf. Von oben. Ah, hier. Warte mal. Du hast was von mir gehört. Also. Hallo? Bleib stehen. Aha. Gehen wir einmal hier rein. Ui. Jetzt haben wir hier noch was anderes. Ah. Ja, ich würde auch gerne wissen, was dahinter ist. Das finden wir noch raus. Ich kann mal kurz gucken, ob ich es hier irgendwie schon kaputt machen kann. Nee, sieht schlecht aus. Wir werden es noch rausfinden. Was nicht jetzt. So. Wir sind jetzt da oben. Ein P. Da ist noch ein P, das nehmen wir noch nicht. Die will ich ja schon wieder sehen hier. Die mag ich überhaupt nicht. Ach so, weil der Fabi von YouTube macht auch Twitch und streamt gerade SSO. Ach so, okay. Nee, das ist er nicht. Fabi, habe dich auch jetzt abonniert. Deine Videos sind cool. Ja, da bekommt Fabi einfach mal so spontan ein paar Abos hier. So. Und. Nein! Haut ab! So, jetzt habe ich ein Herz verloren. Oh, kommt jetzt hier schon der Gegner? Na okay, dann machen wir den jetzt schon. Dann brauchen wir es ja noch ein paar Monde, aber die brauchen wir auch noch zusammen. Was, wir haben uns das Schnicksenkleid schon unter den Nagel. Ja, und? Das hole ich mir natürlich wieder und so. Uah! Haha. Ich glaube, ich muss das Teil treffen, das erst abbekommt. Oder so. Haust ab. Und Landung. Ein, zwei Mal raufhauen, ich glaube, dann hab ich's. Hallo. Ach, das war's sogar schon. So. Oh, da ist jemand im Warteraum. User was moved to your channel. Hallo. Du bist total leise. Moment, ich mach ein bisschen lauter. Nein! Die Lautstärkeanzeige ist auf Monitor 1. Jetzt muss ich mal kurz aus der Switch rausgehen. So. Drei neue Monde! Wie geht's dir, Fabi? Gut.
Dir? Ja, mein Hals ist noch ein bisschen weg, ne? Also. Meiner mittlerweile auch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Na, findest du das auch schön so mit, ja, Husten, Halsschmerzen? Aber nicht so doll. Okay. Ich hab nur bisschen so, weißt du? Ja, das hab ich auch. Und ein bisschen Husten dazu. Ja, hab ich auch. Hallo Olli, endlich wieder live. Ja, Sanne, ich war todkrank. Ja, ich dachte schon, ich sterbe an meiner Grippe. Aber ich hab's dann doch noch irgendwie überlebt. So. Wieso bin ich jetzt hier schon wieder direkt am Anfang? Ich muss noch ein bisschen, muss ich noch einsammeln. Oh, das ist runtergefallen. Ich hab's nicht eingesammelt. Ah, da ist das mit den Noten. Das bekomme ich sicherlich. Ja. Ich bin Profi drin. Was? Machst du gerade deine Aufnahme gar nicht weiter? Nein. Weil Irene auch gerade aufkam. Eigentlich zusammen aufnehmen. Eigentlich? Eigentlich, ja. Ein paar Szenen habe ich auch alleine gemacht. Das ist Arten von. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Doch, ich hab's geschafft. Ah, ich bin so gut. Ja, das, was ihr da spielt, das ist, glaube ich, nicht so wirklich meins. Stimmt nicht. So, ach so, weiter Farbe. Achso, die Nacht hatten wir schon. Drolla Anu, hi, wie geht's dir? Und Sanne schreibt, ich hoffe, dir geht es jetzt besser. Ja, also gerade mein Husten ist noch ein bisschen da. Ne? Aber ansonsten alles gut. Und Wladimir schreibt wieder, Servus Erdnuss. Hi Wladimir, zum zweiten. Ich bin kurz auf K. Okay. Warte mal, hier waren wir doch schon, oder? Das haben wir hier doch schon mal gemacht. Das müssen wir nicht nochmal machen. B ist doch eigentlich abtauchen, oder? Nee, das ist schwimmen. Okay. So, ja, ein bisschen was brauchen wir noch. Also wir brauchen... Da vorne ist noch was. Obwohl, ich glaube, da ist nur... Sind nur Münzen drin? Nee. Da ist ein Mond drin. So. Ach so, was Daylight Girl schreibt. MSP war mit 13 cool, mit fast 19 ist es langweilig. Ja, na okay, dann muss da was zu sagen, außer dass Fabi ja erst 9 ist, also von daher. Foto von Hinweiskunst schießen. Ja, dann machen wir davon mal ein Foto. Bekomme ich dafür was, wenn ich davon ein Foto mache? Ja, ich habe es mal davon ein Foto gemacht. Baby. Was wollen denn alle von mir? So. Ups, ich hab die kaputt gemacht, das wollte ich gar nicht. Sorry. Warte mal ganz kurz. Ja, ja, alles gut. Ups. Wird abbauen. Um für irgendwas sind die Viecher gut, wie sie gerade alle hinterher rennen. Ich weiß jetzt nicht mehr gerade, für was ich diese Viecher brauche. Könnt ihr mal abbauen? Ihr seid so aufdringlich. Nein, ich bin gleich tot. Ich hau mal kurz ab. Ich springe ins Wasser, ist mir jetzt egal. So.
hab dir ein Bild geschickt von dem Spiel. Discord. Okay, where is bin sense? Aber auch wieder weg. Wie, du bist weg? Du gehst wieder? Ja, Irene ist wieder da. Okay, viel Spaß. Vielleicht komme ich nachher nochmal. Okay. Ups, das... Ich hab's wieder verkackt. User disconnected from your channel. Ein bisschen. So, da ist der Weg. Ja, was muss ich jetzt hier genau machen? Ah. Da unten ist theoretisch etwas. Ich glaube, da komme ich nicht ran, wenn ich bin. Nee. Oh, da kommt Kingdom Hearts Werbung. Übrigens ein super Spiel. Kann ich nur empfehlen. So, dann nehmen wir jetzt erstmal hier diesen Mond. Ein Loot tut gut. Danke, Drolla, für dein Loot. So, ich habe jetzt alle Monde zusammen, wa? Sehe ich jetzt gerade mal so. Zumindest alle, die ich brauche. Ups. So. Ja, ich brauche dieses Herz jetzt gerade gar nicht, aber ich muss trotzdem machen. Theoretisch könnte man jetzt schon wieder wechseln, aber ich glaube, ich mache noch ein paar Mone, sammle ich trotzdem noch einfach mal so. Weil ich glaube, irgendwann brauche ich eh alle Monde. Und ein paar gibt es ja hier noch. Kleines Nummerchen, was? Morgen gibt es in unserer Klasse Zeugnisse. Wieso gibt es jetzt Zeugnisse? Im Mai? Ist ja seltsam. Und heute schon Fleisch gegessen? Ich nehme mich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich werde es auch nicht essen. Ich habe gestern zum Abendbrot noch ein bisschen Chili con Carne gegessen. So die typische... Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Ich hab's jetzt schon verkackt. Nein. Wir müssen mal von vorne anfangen. Ich glaube, dafür muss ich nochmal einmal raus und wieder rein. Ich glaube, das startet erst, wenn ich da raufgehe, wa? Ja, sieht gut aus. So, du bist doch Server 4, oder? Ja, bin ich. So, mal gucken, ob wir es jetzt hinbekommen. Und... Ja. Haha, ich bin so gut. Und der nächste Mond. So. Ups. Du hast dich ja ganz ans Platz eingewöhnt. Ja, hab ich vielleicht so ein bisschen. So. Nicht lasse ich vor ihr. Was? Waldemar, hi. Kevin schreibt, die Grafik Wahnsinn, nicht mehr vergleichbar mit den alten Super Mario aus den 90ern. Okay, wenn man in den 2D-Welten reingeht, ne, gutzeitig, da sieht es dann tatsächlich wieder so ein bisschen vergleichbar aus wie früher. Aber auch nur da. Ich versuche nochmal das hier hinzubekommen. Wenn nicht, ich habe auch noch ein paar andere Punkte, die ich unbedingt noch machen muss. Kommt doch nicht schneller nach unten, ne? Das löst sich genau vor mir auf. Wie kann das sein? Ich war doch schon total schnell. Warte mal, da vorne ist auch noch was. Aber ich muss noch einmal kurz Luft holen. Jetzt bin ich gleich down. Oh, es kommt schon wieder ein Loot. Achso, das sind nur... Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ab nach oben. So.
Ich werde gerade so viele Nachrichten geschrieben. Wieso habe ich eigentlich den YouTube-Chat da und den Twitch-Chat da? Das war eigentlich mal andersrum. So. Ja, bei uns für den Übertritt. Ich habe seit Montag nicht mehr Fleisch gegessen. Habe irgendwie nicht wirklich Lust auf Fleisch. Ja, Vera, bei mir geht's ab heute los. Habe irgendwie nicht wirklich Lust auf. Hast du schon mal geschrieben? Ne, ich habe da mal doppelt vorgelesen. Und jetzt gerade grillen meine Großeltern. Aber ich wollte nicht hin. Ja, okay, musst du ja auch nicht, ne? So, was haben wir denn hier? Kevin schreibt, ja, total geil. Ja, also wie gesagt, wir kommen ja nachher nochmal in solche Welten rein. Jetzt muss ich auch nochmal. Ich teste es nochmal. Das müsste möglich sein. Ups, ich hab's jetzt schon wieder verkackt, glaube ich. Ja, ich hab's verkackt. Ich sink so langsam. Bis ich unten bin, ist der weg. Da löst er sich auf und jetzt lande ich erst. Obwohl, ich habe eh erstmal genug Monde, ne? Davon abgesehen. Ich werde es vorschlagen. Da vorne ist auch noch ein Mond. Den werden wir uns auch noch holen. Dafür müssen wir aber erstmal wieder an Land kommen. Waren wir hier schon drin? Achso, die hatten wir schon. Soll ich hier reinspringen? Oben muss ich jetzt hin. Da vorne ist noch. Ich muss da oben wieder rauf. Wie kommen wir am besten da oben rauf? Irgendwo müssen wir wieder ans Land kommen. Ah, da vorne ist auch noch was zum Einsammeln. Und da unten ist auch noch was, was wir brauchen. So. Ach, ja, stimmt, da muss man nachher noch hin. So, ich sink jetzt erstmal. Warum sinkt er nicht? Ach so, die sind da in den Bläschen drin. Da müssen wir irgendwie hier erstmal reinkommen. Gut, wir müssen von unten aus rein. Dann sinken wir doch mal hier. So. Ich musste gestern die Switch abgeben. Warum denn das? So, genau jetzt hier hoch. So, bekommen wir jetzt das Tor hier auf. Geht nicht danach raus. Wenn du den weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Ach nee, ich muss mich wirklich verkleiden. Ich komme dann nur rein, wenn ich verkleidet bin. Gut, dann ziehen wir uns kurz um. Wollte ich zwar eigentlich nicht tun, aber naja. Jetzt kurz, jetzt gucke ich kurz Video, mach das. Hallo. Ja, ich möchte mich ungewollt umziehen. So. Ja, jetzt umziehen. So, ab jetzt bin ich hässlich. So.
Mir fällt gerade auf, ich habe den Stream noch gar nicht geteilt. So. Jetzt aber. So, jetzt bin ich ein bisschen nackig. Wie kommen wir hier wieder raus? Einfach hier vorne rausgehen, ne? Ja. So. Habe deshalb vorgestern vom 21 Uhr bis 0 Uhr ohne Exelmante und Tanzhubert angeschaut. Warum meldest du dich denn nicht, wenn du die Möglichkeit dazu hast? Achso, du hast es über die Switch geschaut wahrscheinlich. Ja, vielleicht hast du ja die Switch bald wieder. Also, es sind wirklich viele Spiele, die wir jetzt gemeinsam spielen könnten, aber ja, ist eben nicht. So, jetzt müsste ich ja theoretisch durch die Tür durchkommen, ne? Lass mich jetzt durch. Ich bin nackt. Lass mich durch. Das klappt gar nicht. Hallo? Ich bin jetzt so gekleidet, ja? Ah, jetzt ist es offen. Dankeschön. So, Hallöchen. Ja, gibt's ja auch irgendwas Wichtiges? Es muss doch irgendeinen Grund geben, warum ich jetzt hier drin bin, ne? Das muss doch hier sein. Hier ist nichts. Ja, passiert nichts. So, ich bin jetzt hier drauf. Es zeigt an, dass ich nach unten. Also normalerweise, wenn er das anzeigt, soll ich das hier machen. Jetzt soll man das öfter machen. Aber ich glaube, da passiert nichts. So. Oh, eine neue Nachricht. Ja, weil sie mir zum Geburtstag ausleihen, aber dann kriege ich sie sowieso von. Achso, okay. Weißt du schon, ab wann du dein Handy wieder hast? Gut, ich weiß nicht, was wir hier drin machen können. Ich gehe da jetzt erstmal wieder. Ja, das war schon gut, was ich gerade gemacht habe. So. Gut, ich gehe jetzt erstmal hier immer wieder durch. So, was können wir jetzt noch tun? Da ist der letzte Mond, den wir brauchen. Ja, aber ist noch eine Weile hin, ne, bis du dein Handy wieder bekommst. So. 28 Zuschauer auf Facebook. Hallöchen und herzlich willkommen. Übrigens, auch an den Zuschauern bei D-Live herzlich willkommen. Wir sind heute auch bei D-Live Live. Oder D-Live.
wie man es auch ausspricht. Ich guck mal kurz, da hat aber noch niemand geschrieben. Okay, sind wir heute auch das erste Mal so wirklich live. Bei D-Live ist eine neue Plattform. Da läuft es ein bisschen anders. Da kann der Streamer Geld verdienen und die Leute, die es zuschauen, auch. Ganz anderes Format als. Oh. Das wäre eine Idee, warte mal. Das klappt nicht. Als Fisch bin ich ein bisschen schneller. Okay, klappt nicht, was ich mir vorgestellt habe. Gib mir meine Mütze wieder. Ich will es nochmal neu probieren. Oh, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt warten wir nochmal kurz einmal ab. Hi Mark, wie geht's dir? So. Und jetzt. Oh. Oh, okay, ich habe es jetzt schon verkackt. Kann man nicht irgendwie schneller nach unten tauchen? Warte, ich muss das mal testen. Wenn ich jetzt hier bin. Nee, ich muss das Ganze mal absacken. Okay. Ja, das bekomme ich nicht hin derzeit. Ich probiere es ein anderes Mal. So, dann haben wir da noch einen Mond. Ups. Bin fast down. Ich geh mal kurz hier rauf. Sie kommen hier nicht hoch. Aber ich glaube, ich weiß die Idee dahinter. So. Wenn wir jetzt so hoch sind. Obwohl, da kommen wir auch anders hin. Ich muss hier wieder ein paar Viecher töten, die ich habe jetzt zu viele hier dran. Wir springen auch einmal mal hier rein. Da oben kommen wir nicht ran. Ups. Schon wieder getötet. Das ist, glaube ich, die richtige Höhe. Ja, ein Herz. So, jetzt brauche ich euch nicht mehr. Jetzt nehme ich nämlich das hier. So. Ich habe auch bald Geburtstag. Wann hast du denn, Kater? 5 Wochen und 3 Tage noch. Das ist so eine gefühlte Ewigkeit, wie ich Ihnen mal gesagt habe, ne? Ta-ta-ta-ta! Der nächste Mond. Super und selbst, ja auch danke, Marc, danke der Nachfrage. Also, ich habe ein bisschen Husten, aber sonst ist alles wieder so, wie es sein soll. Kann man hier irgendwo runterspringen? Ist da unten irgendwas Besonderes? Außer Wasser? Sieht nicht so aus. Ah, da, wo vorher noch der eine Block davor war. Da müsste ich ja mittlerweile eigentlich auch hinkommen. Ups. Ich angle jetzt mal eine Runde. Ah, immer wenn es vibriert, muss ich, glaube ich, ziehen. Okay, da kommt ein Fisch. Ja. Achso, da bekommt man nur Herzen.
Kommt dann auch was anderes raus? Schau mal da. Guck mal hier. Da. Da. Ist den Scheiß egal. Gut, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. So. Hallo. Jetzt mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Ich glaube, wir können auch noch so langsam diese Welt verlassen. Ich werde jetzt bloß noch einmal ganz kurz, wie schon gesagt, eine Sache können wir noch kurz abschließen. Ich muss mal kurz überlegen, wo das nochmal war. Hier waren wir auch noch nicht. So. Okay, diesen Block bekommen wir jetzt glaube ich nicht auf. Was machen wir noch alles? Achso, nee, das hatten wir schon, das müssen wir nicht nochmal machen. So, die 5 Wochen und 3 Tage werden schnell vorbeigehen. Allein diese Woche ist ja bald vorbei und Wochenende geht immer so schnell. Ja, aber habe ich Lust jetzt noch 5 Wochen durchgehend zu snappen? Also in der Zeit vergesse ich das sicherlich mal. So, ich tauche nochmal unter. Obwohl, das ist die falsche Seite. Ich muss auf der anderen Seite runter. Genau, hier muss ich nochmal runter. Ups. Ich habe auch gerade keinen blassen Schimmer, wo das nochmal war, ne? Achso, die hatten wir schon. So, hier waren wir noch nicht. Glaube ich zumindest. So, aber da wurde wieder was geschrieben.
Du musst doch sowieso den anderen über dein Handy snappen und du wirst es merken, dass ich nicht zurücksnappe und dann wirst du dich erinnern. Ja. Mal gucken, ob ich das durchziehe. Und hi an Raphael Yuko, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? So, findest das Spiel nicht ein bisschen langweilig? Nee, finde ich eigentlich nicht. Ne? Das ist so Kindheitserinnerung, früher hat man es ja auch gespielt. Okay, hier muss ich jetzt im richtigen Moment hochspringen. Glaube ich, oder? Da kann man sich jetzt, ach, hier dran kann man sich festhalten. Okay. Hallöchen. Oh. In dieser Welt war ich tatsächlich noch nicht. Ach du Scheiße. Ups. Hat jetzt niemand gesehen? Lass mich jetzt bitte wieder hier spawnen. Genau. Das wollte ich. So, jetzt aber. Ich habe Angst. Lo, 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 lo. Gut. Ah, okay, jetzt habe ich mich fallen lassen. Scheiße. Wie kann ich das? Nee, was, wie komme ich denn jetzt höher? Okay, hat sich erledigt. Bevor ich jetzt alle meine Leben verliere, mache ich jetzt, glaube ich, erstmal mit dem anderen weiter. Ich will die Flammen mit dir nicht verlieren. Ja, dafür kann ich ja nichts, dass du dein Handy nicht machst, ne? So. Ich gehe jetzt mal zum Ausgang. Worauf spielst du das? Ich spiele es auf der Nintendo Switch. So. Wie kommen wir jetzt nochmal zum Ausgang? Oh, ich bin, was sowas angeht, bin ich total schlecht, ne? Hallöchen zusammen. Siehst du, hat man das schon? Das hat man noch gar nicht. Da gibt es noch einen Mond. Und ich brauche da schon zu lange hochzukommen. So, wo ist der Ausgang? Ach, die habe ich auch noch nicht eingesammelt. Wofür war doch hier in dieser Welt noch eine Tür, die verschlossen war vorher? Aber keine Ahnung, wo die war. So, hier waren wir schon. Ups, habe ich gar nicht gesehen, sorry. So. Wo war nochmal der Ausgang? Da hinten war er. Los hin da. So, wir verlassen die Welt. So,
Also eine machen wir dann noch. So. Gut, dann düsen wir doch mal los. Ab ins Forstland. Ich bin immer noch nackt. Ich zieh mich gleich wieder was an. Im Vorstand muss ich auch nicht nackt rumlaufen, ne? So. Fahrt zum Himmelsgarten. Was? Was soll ich denn hören? Ich höre nichts. So. Ich muss mal kurz hier rein, weil ich will mich kurz umziehen. So. Ich sehe wieder normal aus. Du bist jetzt im TS und nicht im DIS, oder? Richtig, aber ich kann theoretisch auch ins DIS wechseln. Weil im TS ist gerade eh nichts los. Kann ich immer machen nebenbei, oder? So, wo habe ich denn? Discord. Da ist Discord. Tata. So. Das da so. Ach ja, ich brauche wieder das Bild. Ich sehe gerade nichts vom Spiel. Und es kommt eine Loot. So. Ach, wie bequem ich hier rumliege, wa? Dann mach noch mal kurz nix. So. Gut, dann fangen wir doch mal hier an. Haben wir hier ringsrum schon irgendwas zum Einsammeln? Kann man da hier sicherlich irgendwas machen, oder? Aber hier, genau hier ist eine Fläche, wo man stehen kann. Hat das. Ah! Ja, ich beantworte deine Frage. Was ist es, dass das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Ich glaube, das waren Blumen, ne? Okay. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon durch will. Wieder nachher erst durch, weil ich muss hier auch noch ein bisschen erkunden. Guten Tag. Guten Tag. Na? Na? Du hier? Wie geht's? Ja. Gut, dir? Ja, auch. Wie ist es so mit Handy?
Ja, wie soll es sein? Ganz normal. Ach so. Wie ohne Handy. Ungern jetzt würde ich das Handy abgeben. Da Schön, machst wieder du. mal was in den Händen zu haben. Da machst du nicht. Was? Dein Handy abgeben. Nein, ich habe gesagt, ich würde es ungern jetzt abgeben. Ach so, ja, nee, das sag ich, mach es doch nicht im Nachhinein. Ja, aber es muss. Also wenn ich Glück habe, muss ich es doch nicht abgeben. Ich weiß nicht. Du kannst ja einfach. Was hältst du von der Idee, dass du deine Eltern mal fragst, ja? Was für die Bedingungen sie stellen, dass du dein Handy wieder behalten darfst? Ja, dann wird wieder kommen, den ganzen Tag lernen. Dann tust du das. Ich muss so das so lernen für die Präsentation, aber ich Ja. krieg meinen Laptop nicht. Ja, nee, aber wie gesagt, da kannst du das aber schon mal tun, ja? Ja, okay, ich schreibe eh nächste Woche Dienstag schreibe ich Musikarbeit, dann Französisch Vokabeltest und am Mittwoch schreibe ich Erdkunde auf Französisch. Dann Dann hätte ich. haust dich dieses Wochenende hin und lernst mal richtig, ja? Ich hänge. Ab Freitag werde ich schon lernen, wenn ich nach Hause komme. Ja, siehst du? Vor allem, ich habe meinen Vater gefragt, ja, kriege ich vielleicht heute Abend noch meinen PC, damit ich mal was für die Präsentation machen muss, weil ich will nicht alles schriftlich schreiben, ungefähr 25 Blätter, weil wäre etwas zu viel und wo soll ich mich halt informieren, wenn ich kein Handy habe, kein PC habe, nichts. Also ja, vielleicht kriegst du dein Handy am Freitag und ich so, nee, ich brauche es heute, weil ich muss heute anfangen, weil ich es Laptop ab meinst du, ne? morgen, genau, ab morgen habe ich dann nur noch 3 Wochen Zeit, bis ich meine Präsentation habe. Weil morgen in 3 Wochen muss ich die Präsentation halten. Und ich habe wirklich noch nichts gemacht. Ja, die Sache ist, sehr viele Schulen und so weiter wollen ja auch, dass du das in PC-Form abgibst und dich handschriftlich. Ja, eben. Das Ding ist, es kommt jetzt nicht drauf an. Ich bin aus der Welt gefallen. Nee, doch nicht. In der 7. Klasse ist es so, das sind unsere ersten Präsentationen. Also erst ab dieses Jahr haben es bei uns die Präsentation angefangen. Und die haben gesagt, wir sollen bis zur 10. Klasse alles mit PC machen. Weil ab der 10. Klasse sollen wir es schriftlich machen, wegen den Abiturprüfungen und so, die dürfen wir ja auch nicht über PC machen, sondern schriftlich. Und damit man unsere Schrift erkennt, damit wir schnell schreiben können und so, und meinten die bis zur 10. Klasse PC und ab dann schriftlich. Aber da müssen wir auch keine Handouts machen. Jetzt in der 7. Klasse brauchen wir Handout. Ich bin mit einer, also in meiner Klasse, wir sind zu 16, das heißt 15 Schüler und der Lehrer. 16 Blätter, 16 Handouts. Und für mich werde ich allein 4, 5 Blätter brauchen, die DIN A4 sind komplett voll, wo ich was hingeschrieben habe. Das schaffe ich nicht schriftlich. Mit der Hand in 3 Wochen. Vor allem mir fehlen halt die Informationen, die es im Internet gibt und nicht im Buch. Ich Ja, bekomme zwar von richtig. meiner Freundin das Bio-Heft, was die alles aufgeschrieben haben, was ich halt in der Präsentation sagen soll, aber das wird mir jetzt auch nicht besonders viel helfen, weil er meinte, ich soll richtig komplett informiert sein über das Thema. Naja, ich hoffe, ich krieg wirklich am Freitag dann den PC. Und ich sag zu Laptop-PC, damit ich das auch wirklich mal anfange, weil ich glaube, dann werde ich nicht mal. Ich werde zwar vielleicht im Teamspeak sein, aber dann werde ich die ganze wahrscheinlich auf stumm sein. Ja, warte mal, ich muss kurz Nachrichten lesen. Olli, gibt es in Fortnite Thanos? Weiß ich nicht. Aber Thanos binden die jetzt überall mit ein, selbst bei Google, ne? Ein bisschen ausführlicher. So. Ich glaube schon. Also, die haben jetzt das neue Update gemacht mit Fortnite Endgame. Und da kann man sich von Captain America das Schild holen, diesen Bogen holen, von. Oh fuck, von wem ist das? Keine Ahnung, von Iron Man diese Handschuhe und. Oh, Laurinchen01, danke für deinen Follow auf Twitch. Und schön, dass du reinschaust. Laurinchen. Und von. Oh, wie heißt die? Dieser Typ mit dem. Fuck, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Egal. Auf jeden Fall, du Ups. kannst die finden damit und die anderen sind sozusagen alles böse. Also es ist so wie bei Gruppenkeil 50 gegen 50. 50 sind die Guten, 50 sind die Schlechten und dann gibt es einen Bösen, der sich, keine Ahnung, Mann, dieser. Keine Ahnung, ich muss Endgame anschauen, damit ich die Namen erstmal wieder weiß. Du hast Endgame nicht angeschaut und konntest trotzdem spoilern, Ja.
Ich hab einen Mond. Das mit Iron Man und Captain America konnte ich sehr gut spoilern, ja. Sagen wir es mal so, ich wurde voll gespoilert und das habe ich dann weitergereicht. Oh ja, gut, dass du es erst im Nachhinein gemacht hast. Ja, ich weiß, ich wollte dir den Film nicht verderben. Also zumindest dir nicht, den anderen schon. Das ist aber nicht von dir. Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, ich schulde dir was, weil du für mich weitersnappst. Ach so, das ist jetzt die Bedingung dafür, okay. Nee. Aber das muss auch für den anderen total langweilig sein, dass sie jedes Mal einen Snap bekommen, weil es wohl nichts gesehen ist. Nee, das Ding ist, die juckt es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich habe doch auch immer so gesnappt, nur mein Fenster oder sowas. Ich habe mich doch nie gezeigt bei den Snaps. Oder doch, zumindest ab und zu, aber nicht immer. Meine Tante, die interessiert das nicht, die hat gesagt, sie will irgendeinen Snap bekommen, egal ob ich drauf gesehen, also ob ich drauf bin oder irgendwas anderes. Ach, ist deine Tante auch damit bei, ja? Ja, die. Ja, ja, ich schreib dir den Namen, dann weißt du, wer meine Tante ist. Ach so. Dann Markus, den juckt es auch nicht, der tut auch so oder so immer Snaps verschicken, wo er drauf schreibt, irgendein schwarzes Bild und dann schreibt da RS drauf. Mit wem snap ich noch? Mit Tess, den juckt es auch nicht. Was war das, wo wir schon waren? Meine Cousine juckt es auch nicht. Und dich so oder so, du snapst, von daher. Ja, also noch snappe ich, genau. Ja, genau, noch snappst du. Ich wäre echt schockiert, wenn ich mal so in Snapchat reingehe, dann sind alle Flammen so weg. Ich würde so, nein, warum? Du musst mir aber schon einen Tag davor sagen, wenn du keinen Bock mehr hast zu snappen, ne? Damit ich mir, Dings, wen finde, der das... Hab ich heute schon gesnappt? Also ich könnte jetzt snappen. Weil wenn nicht, wer nehme ich? Das ist ein kleines Problem. Ich guck mal kurz. Ich glaube, ich habe heute Nacht gesnappt. Geöffnet vor 4 Stunden. Neuer Snap vor einem Tag. Ja, sieht ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, kann ich auch bei mir direkt sehen, wenn ich zuletzt gesnappt habe. Vor 5 Stunden habe ich einen Snap von dir bekommen. Passt. So, weitermachen. Du hast keinen einzigen Snap angeschaut. Nee. Ach, hast du dich eingeloggt, ja? Ja, habe ich gerade. Ja, nee, ich denke so, das ist ein bisschen Privatsphäre. Ich glaube, ich bin einmal irgendwo mal raufgekommen und hatte da versehentlich was geöffnet. Aber sonst... Nee, ich habe gesagt, du darfst es anschauen. Ja, nachher, ich weiß ja nicht, was da so umgeschickt wird. Nee, das Ding ist, warte kurz. Oh. Nee, wenn ich dir schon meinen Snapchat-Namen und das Passwort halt anvertraut habe, dann darfst du schon das anschauen, also ich habe nichts dagegen. Aber so kannst du es ja jetzt noch anschauen, siehst du? Hat doch auch Vorteile. Oh je, ich sehe gerade den Snap, den du verschickt hast, mit den blauen Haaren. Ach so, ja, ich schaue mir nicht mal meine eigenen Snaps mit dir an. Ein paar Storys anschauen. Okay, das war's. So, jetzt bin ich wieder hier. Vor allem, ich kann mich jetzt so oder so nicht snappen, weil ich hässlich aussehe. Gar nicht, weil hallo snappe. Dann muss ich erst wieder morgen um 13. Und das schaffe ich. Morgen Vormittag mache ich es eh wieder. Ich wollte so oder so jetzt snappen, aber. Ja, siehst du? Ja, ich glaube, dich brauche ich jetzt nicht mehr. Du kannst dich auflösen.
Gehst du nicht diesen Monat noch irgendwann mal zu deiner Mutter? Nee. Weil du meintest im Mai. Ach ja, doch, eventuell. Aber das ist noch nicht raus. Das wird, wenn es ja spontan. Ich hab mir das gemerkt. Ich hab mir das gemerkt. Das wird, wenn eine spontane Sache, wenn meine Mutter nicht im gerade irgendwie im Umzug ist oder was ich weiß. Ich bin letzter Zeit irgendwie gut gelaunt, auch wenn ich kein Handy habe. Ich weiß nicht warum. Ah. Liegt vielleicht daran, dass ich meine Freunde wieder sehe. Mit denen wieder Scheiße mache. Das kann natürlich sein. Hast du Unges Livestream angeschaut, die letzten zwei? Ich schaue den mir immer an. Ja. Hast du. Das ist bestimmt mitbekommen. Ja, dass er erzählt hat, dass er auf dieser einen Insel dieses, keine Ahnung, so wie Bungalows und alles aufbauen will. Ach, Madeira meinst du? In den laufenden Jahren. Ich finde das eigentlich voll den schönen Ort. Vielleicht habe ich das schon voll eingetragen, ne? Ich bin da der Erste, der da auf Madeira dann da wohnt. Also nicht wohnt, sondern. In 5 Jahren, Olli, in 5 Jahren. Richtig, in 5 Jahren geht's nach Madeira. Ja. So, ich muss mal ganz kurz. Ja, aber stell dir vor, dass wirklich in 5 Jahren erst fertig. Würde vom Timing voll gut passen. Oh, richtig. Ich muss mal ganz kurz. Wo habe ich denn? Ich habe gerade den Facebook-Chat ausgemacht. Oh ja, aber dann haben wir zu viel irgendwie vor. Also so Madeira, das. Ist ja so eine recht schöne Insel, ne? Und das ist ja da schon fast ein deutschsprachiger Raum, ne? Wenn man das so damit bekommt. Mhm. Weil, guck mal, da sind so viele deutsche YouTuber, ja. Selbst auch einige, die kein Portugiesisch können, sind trotzdem da. Ich habe bis 2 Monate, das dauert noch Ewigkeit, bis ich hier durch bin. Also es gibt jetzt in Fortnite Thanos. Haben die überhaupt die Rechte an Marvel, dass die Thanos dort nutzen dürfen? Ich weiß es nicht. Die haben die ganze Zeit auch Marvel-Skins. Wirklich Skins, die aussehen wie die Figuren in Marvel. Im Endgame zumindest. Die sind alle im Shop immer wieder. Und die haben auch extra Modus namens Endgame. Aber ich glaube, das ist für die klar, weil sonst würde das nicht in Fortnite erlaubt sein. Aber die Skins, die sehen schon nice aus. Ups. Um 16.30 Uhr gehe ich Kino mit meiner Schwester. Hast du den Film normal angeschaut oder 3D? 3D. Ach, Vorsicht, die achten drauf auf FSK, ne? Ja, scheiße. Meine Schwester, die wird erst 10. Aber ich bin 12, ich werde 13, ich darf den mir anschauen. Du ja. Ja, aber meine Schwester, die darf auch, ne? Bei uns ist es so hier im Kino, wenn es eine Person gibt, die vom FSK-Alter passend ist, darf die andere mitkommen, egal was für ein Alter die hat. Okay, weil das ist bei uns nicht so. Bei uns geht's nur mit Erziehungspflicht. Nee, ich glaube, wenn es nicht geht, also meine Mutter, die wird schon mitkommen, wenn es nicht geht, dann gehe ich eben alleine und schaue den Film an. Also alleine ist, finde ich auch nicht schlimm. Meine Freundin meinte, die hat voll im Film geweint. Ich so, warum? Die so, ja. Das nicht mal annähernd traurig. Keine Ahnung, die meinte, ich will nicht spoilern. Ja, das war's nicht mal annähernd traurig. Hast du das mitbekommen, als die eine Person gedabbt hat im Film? Nee. Ach so. Also es gab da auf jeden Fall so einen Vorfall in China. Hast du auch gehört? Ich glaub schon. Ja. Nein. Schon. Ich sterbe gleich. Nee, in China, musste bei dem Film jemand, also musste irgendein Mädel mit einem Krankenwagen abtransportiert werden.
Warum? Weil sie den Film wahrscheinlich so emotional fand, dass sie dabei irgendwie Probleme hatte und halt notärztlich versorgt werden musste. Ernsthaft? Sie soll da so einen Heulausbruch da bekommen haben. Alles klar. Ja, gut. Nächste Woche lohnt es das wieder ins Kino zu gehen. Warum? Da kommt der Pokémon-Film raus. Hier, Detektiv Pikachu. Richtig. Den will ich mit dem Dude anschauen. Der wollte eigentlich heute mit mir Endgame anschauen gehen, aber der meint, nee, ich will mit meinem kleinen Bruder Detektiv Pikachu anschauen gehen nächstes Mal im Kino. Dann gehe ich vielleicht nochmal mit meiner Schwestern. Also, sagen wir es mal so, ich habe von meiner Oma Ostergeld noch bekommen. Okay. Jetzt irgendwann mal, so am Wochenende. Die so, ja, weil ich denen nicht wirklich was gegeben habe, nur so ein Zeichenbuch, von dem ich echt zufrieden bin, aber egal. Die so, ja, ich hier nochmal so Geld, ne? Und sagen wir es mal so, ich habe jetzt genug Geld, dass ich Kino gehen kann. Mhm. Ich überlege, ob ich das eigentlich einsparen soll fürs Keyboard oder für die Gamescom-Karten. Aber die werde ich anscheinend bekommen, Keyboard anscheinend auch. Das ist das, was du derzeit hoffst, ne? Das Ding ist, ich habe meine Oma, die war am Montag, glaube ich, war die zu Besuch hier mit dem Opa. Und mein Opa so random, ja, mach mir 6 CDs mit Musik, kriegst pro CD 10 Euro. Und ich so, ja, okay, lohnt sich für die Gamescom-Karten. Also, was ein Wending? Nicht so, du zahlst als Kind 10 Euro und als Erwachsener 16,50 € für ein Ticket, wo du ganzen Tag lang so in einer Halle bist, wo Spiele und alles Mögliche sind. Meine Mutter so, ja, aber das wird sie vielleicht nicht bekommen. Und dann meine Oma so, ja, warum? Das klingt doch voll gut. Und dann die so, ja, wegen so Bomben und so könnte was passieren. Und dann die so, ja, sowas bedenken würde, müsste man eigentlich nirgendwo dann hingehen. Und die so, ja, bis wann muss man sich das kaufen? Und ich so, ich wusste nicht, bis wann. Ich so, bis Mitte Mai. Spätestens Mitte Mai, ab dann sind die Tickets alle weg. Meine Oma so, wenn die deine Eltern bis Mitte Mai keine Tickets kaufen, dann kauf ich's dir, weil das klingt nice und ich würde sogar deinen Vater oder deinen Onkel dazu überreden, wirklich dorthin zu gehen. Ich habe ihr gesagt, ich wünsche mir das seit 5 Jahren. Okay. Und dann habe ich nochmal, um zu sehen, was passiert, wenn ich Keyboard anspreche. Ich so, ja, was ist mit dem Keyboard? Und ich so, wann willst du den denn haben? Und ich so, zum Geburtstag, wäre nicht schlecht. Und dann die so, ja, könnten wir die besorgen? Kommt darauf an, wie viel es kostet. Und ich so, ja, Keyboard mit 61 Tasten kostet 100 Euro. Und dann die so, ja, besorgen wir dann meine Mutter so, nee, passt schon, wenn ihr die Gamescom-Karten kauft, dann kaufen wir der Keyboard. Das heißt, beides ist teilweise schon so gesichert. Teilweise. Ja, also falls sie es nicht kaufen, kann ich es trotzdem mir kaufen, weil, wie gesagt, mit diesen CDs 60 Euro kriege ich dann. Und ich habe jetzt schon einfach noch 70 Euro. Würde für beides reichen. Hi. Also für Keyboard und für Gamescom-Karten. Mhm, okay. Hi. Ja, nee, da passt es doch ganz gut. Hallo, Netti. Hallo. Nicht wundern, ich bin im Discord. Ja, okay. So. Ups. Also, dann hast du bei deiner Gamescom-Karte. Ja. Das ist doch schön. Also, hoffst du schon, dass du sie hast. Ja. Und die haben halt gefragt, wann ist es nicht so vom 21. März, wollte ich jetzt sagen. 21. August bis, keine Ahnung, 25., 26., ich weiß es nicht. Da bist du das Thema schon falsch angegangen. Da hättest du dann schon sagen müssen, die ist nur am 22. August. Nee, die haben dann gefragt, an welchem Tag willst du es haben? Und ich habe gesagt, ja, am 22. August war schön. Nee, so, warum? Ich so, da sind die meisten YouTuber, die ich mag. Die anderen sind alle scheiße. Ah, okay. Dann die so, ja, okay. Buddy disconnected from your channel. Oh, da ging die Nettie wieder. Nein, jetzt kommt sie in den Discord. Weiß ich nicht. Siehst du sie schon? Nein. Ja, ich hab vergessen, mich zu. Ey, warum sterbe ich denn hier fast an den Scheißviechern hier? Das kann doch nicht sein. So. Ich brauche wieder ein Herz. Wenn ich nicht gleich ein Herz bekomme, dann bin ich down.
Ist es gescheit, vor Kino noch was zu essen oder nicht, wenn ich... Wenn im Kino eh Popcorn oder sowas ist, dann bräuchtest du es, glaube ich, nicht unbedingt, oder? Ja, dann eher nicht, weil dann haben wir halt Popcorn und dann essen wir vielleicht die Hälfte und das halt... Nee, aber ich glaube, ich hole dann große Popcorn dann nur einmal und vielleicht eine große Cola einmal. Und das müsste für mich und meine Schwester reichen. Ja, natürlich. Weil ich trinke und esse so oder so nicht so viel. Nee, reicht auf jeden Fall. Gehe ich fast von aus. Soll ich vorher noch den ganzen Film spoilern? Nein. Ja, könntest du machen. Mir wäre es so oder so egal. Ich würde es so oder so anschauen. Das ist immer noch was anderes als... Ich kann es generell nicht machen, weißt du, falls ich Zuschauer habe, die sich den Film angucken wollen. Ja, ich weiß, aber ich meinte nachher. Wäre zwar ehrenlos, weil ich ihn dir auch nicht gespoilert habe, aber... Na doch, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, und zwar Iron Man. Das hat schon... Dass du wegen Captain America oder Iron Man überrascht sein wirst. Ich glaube, wegen Captain America war das. Naja, nicht wirklich Captain America. Wegen Iron Man, ich finde das wohl schade. Das dürfen wir nicht spoilern, das müssen wir... Ich habe nichts gespoilert, ich habe nur gesagt, dass ich Iron Man, deswegen Iron Man schade finde. Ich habe nichts gespoilert. Das deutet ja schon auf was hin. Dann gibt es noch einen Grund, den Film anzuschauen, weil etwas mit Iron Man passiert. Richtig. Boom! Ich mache Werbung sogar. Ich spoilere nicht, ich mache Werbung. So, ganz wichtig für euch noch, ja, freut euch auf Thor. Thor ist da ein bisschen komisch drauf. Oh, jetzt bin ich gespannt. So. Ab jetzt habe ich 3 Stunden Zeit, bis der Film anfängt. Ja, es reicht eigentlich, wenn du es eben vorher da bist oder so, weil es kommt eh erstmal eine Viertelstunde. Ja. Ja, meine Mutter, die bringt uns eh um 16.10 Uhr, 16.15 Uhr dorthin, da meinte sie, ja, dann könnt ihr noch so chillen, bevor der Film halt anfängt. Ja, es ist die große Frage, ob deine Schwester reinkommt. Ich glaube, deine Schwester wird den Film auch total langweilig finden. Nein, sie war auch mit uns, hat sie angeschaut, die Mumie. Und ja, der Film, der war ab FSK 12. Ich wurde in dem Jahr erst wie alt wurde ich da? Warte, ich glaube, ich wurde da 10 oder 11. Meine Freundin, die wurden 11 oder 12, ich weiß es nicht mehr. Okay. Und auf jeden Fall, meine Mutter, die kam mit uns mit, meine Schwester wollte auch. Und die so, ja, okay. Und... Wir gehen so rein, ich und meine Freunde, wir sitzen so nebeneinander, meine Schwester sitzt so neben meiner Mutter. Sagen wir es mal so, der Film, wir fanden den an einer Stelle, die war gruselig, das war als so einfach auf einmal die Mumie, die Leinwand sofort erschienen, wir hatten 3D. Das war so, sagen wir es mal so, einfach so, boah, Gänsehaut. Und da, meine Schwester, die hatte nicht Angst, das war, doch, kurz hatte sie Angst, aber danach nicht. Der war danach lang. Ich fand den aber irgendwie nicht langweilig. Dann haben wir, was haben wir noch angeschaut im Kino mit Freunden und mit ihr? Ich finde schon, dass es Gründe hat, warum Filme ja erst ein gewissen Alter ist. Also ich glaube, sie wird den Film nicht so wirklich großartig verstehen. Das ist eher das, was ich denke, weißt du, meine? Ja. Ja, dann müsste ich auch bei Filmen für FSK 16 reinkommen können. So, den Weg gehen wir nachher erst lang. Bitte ich uns das mal. Oh, das wird jetzt lustig. Schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Los geht's! Ja, okay, aber Happy Death Day to You war für FSK 12 und trotzdem fanden wirklich alle Leute, die den Film angeschaut haben, so langweilig. Man muss bedenken, im Trailer, der war so scheiße. Einfach die besten Szenen wurden drin gezeigt. Und das hat den Film so langweilig gemacht. Ich fall runter, ich sterbe, ich bin tot. Was noch nicht? Aber jetzt. Wie viele Zuschauer haben wir eigentlich noch? 14 bist, ne? Das wären weniger. Du bist gerade so still geworden. Ich? Achso. Ja, sorry. Ich muss mir gerade was durchlesen und anschauen. Wegen Kino und so. Ach so.
Und ich musste einen Snap verschicken, deshalb. Nochmal, ach so. Ja. Oh, ich fall schon wieder runter. Was ist denn los mit mir? Gut, nochmal. Ich bin noch höchstens eine halbe Stunde im Discord. Ja, passt. Ja, weil ich muss noch irgendwie mich noch fertig machen gehen. Duschen wäre auch nicht schlecht. Ach, wozu denn? Und noch etwas aufräumen. Ja, stimmt, wozu denn? Was macht nee, mein Handy muss auch noch laden, bis wir ins Kino gehen. Aber ich glaube, in 2 Stunden wird das schon voll sein, weil ich habe ja 8%, aber ja. Mein Handy braucht 1,5 Stunden zum Laden. So, krass und schafft. Ich habe einen nächsten Mond. Ein Nuss auf der Turmruine, aha. 22, 49, 43, 32, 33, oh. Oh mein Gott, ich muss dir was erzählen von Jeremy's Next Topmodel. Ich weiß, das wird dich so nicht interessieren, aber das ist mir echt egal. Eine davon, die ist in die Psychiatrie gesteckt worden, ne? Ja, okay. So eine Jasmin, weil die ist komplett durchgedreht. Also, sagen wir es mal so, die wurden ja rausgeworfen, weil sie eine dort im Camp, sag ich jetzt mal so, hat sie eine geschlagen. Die wird dann von Heidi rausgeworfen. Und nein, ich schaue mir das nicht an, ich habe alles Nachrichten. Ja. Gib doch nein, ich finde das langweilig. Ich finde das langweilig. Freunde aus meiner Klasse, die schauen das an und ich finde das echt cringe, sagen wir es mal. So die ganzen dünnen Mädchen. Das ist zu dünn für mich. Zu viele Mädchen auf einmal. Und danach ist die eine ausgeflippt, hatte Streit mit ihrer Mutter. Die Mutter hat sie dann aus dem Haus geworfen. Dieses Mädchen hat dann die Haustür eingetreten, hat normales Feuerzeug angenommen und hat die Haustür sozusagen zum Brennen gebracht. Dann kam die Polizei und hat sie in die Psychiatrie geschickt. Ich finde das traurig. Aber kann sein, dass sie irgendwas mit der Vorgeschichte was passiert ist und dass sie deshalb so durchdreht bei solchen Sachen. Das kann natürlich sein. Ich hab den nächsten Mond. Ah, so langsam wird es hier, ne? Ups, und ich stürze gerade ab. 187-437-781-549. Das war meine Telefonnummer. Ja. Nein, meine Gruppe, die ist etwas komisch, gerade meine Klassengruppe. Sind die 187 Straßenbande, ne? Wir haben hier in Rastatt 437er. Dann haben wir. Du hast gerade dein Ort. Das ist mir egal. Das hat meine Schwester schon mal in einem Livestream reingeschrieben. Das ist mir egal. Rastatt ist groß genug, dass. Vor allem, wer kommt auf die Idee, mich jetzt zu stalken von deinen Zuschauern? Richtig, ich kenne ja noch nicht mal jemand. Ja, eben. Dann von 187 haben die Zahl umgedreht auf 781. Dann, keine Ahnung, von irgendeinem Dorf, sag ich jetzt mal so, 549. Dann einmal 461, 361, 88, 666, die Teufelsnummer und 69. Du kannst ja wahrscheinlich merken, was 69 ist. Ja. Ja. Und jetzt schicken die irgendwelche Stickers. Ich hab einen Mond! So. Und weiter geht's. Ich bin jetzt schon mal im Endgegner. Ich bekomme jetzt niemals genug Flamm, sag ich schon. genug Monde zusammen. Ich bekomme maximum 3 Monde. Dann fehlen mir aber immer noch 4. Oder ne, noch mehr. Es fehlen mir noch viel mehr. So. Na, dann gucken wir nochmal, ob ich den jetzt getötet bekommen. Los, komm. Das sind eigentlich nur komische Häschen, ne? Mhm. Wie können komische Häschen so gefährlich sein? Zu spät, ihr Dummköpfe. Wir haben das. Ich bin doch auch ein komisches Häschen. Wo bist du denn ein Häschen? Ich hab bei dir noch keine Ohren gesehen. Ja, also da sagt Snapchat was anderes. Ja, okay, die Filter. Ja, trotzdem, dann bin ich ein Hase, dann verwandle ich mich zu einem Hasen. Ah, ich esse nachher erstmal ein fettes Steak.
vegetarisch. Oh, hier ist noch ein Herz. Schön. What the fuck? Drei Rettungswagen an unserem Haus vorbeigefahren. Ja gut. Ey, dieser eine Typ, der das Auto geklaut hat, ne, der wurde immer noch gefunden. Ach, vielleicht ist er schon verstorben. Ja, mit seinen 31 Jahren. Stimmt, der ist ja jetzt in deinem Alter. Ist ja alles möglich mit dem Alter. Ich weiß nicht, wie ich dieses Vieh tot bekommen soll, ne? Ich dachte eigentlich, ich muss auf ihn springen von oben drauf. Ach so, danke! Und nein, das hat mir kein Zuschauer verraten, das hat mir eine Wolke verraten. Ich muss wahrscheinlich von hinten auf ihn raufspringen. Aber ich komme nicht nach hinten. Da, wenn ich auf ihn raufspringen will. Ah, jetzt. Nein! Nein, oh mein Gott! Die macht nicht ernsthaft aus einer Melone Iron Man. Sieht voll nice aus. Ja. Oh, ich muss mir erstmal wieder einen Weg freikommen. Ich kriege von einem Merch von Monte. Ich mag Monte nicht. Ich schaue den auch seit kurzem, aber ich feiere den. Aber das Ding ist, ich bekomme den wieder kostenlos. Genauso wie die AirPods, die ich kostenlos bekommen habe und vieles andere. Weil eine Freundin, die so, ja, wie sagt Max Monte? Ich so, ja, schau schon gerne seine Videos an. Das war für Olli reagiert. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, die so, ja, ich habe Merch von dem, willst du den haben? Ich so, ja, gerne. So ein Pulli, der mir wahrscheinlich eh wieder bis zu den Knien lang sein wird. Nee, Spaß. Ah, ich hast dir selbst gerade zugegeben, dass du total klein bist. Was? Ah, nö, du hast ja gerade gesagt. Oh ja, der mir sicherlich bis dahin geht. Bis zu den Knien, der Pulli. Ja, sag es doch. Das deutet doch schon darauf hin, dass du total klein bist. Meine Freundin, die ist riesig, die ist 1,82. Ja, jetzt übertreibst du gerade, als ob man in dem Alter schon so groß ist. Die ist wirklich 1,82. Ich finde das voll komisch. Wenn ich mich so neben ihr stelle, ich schaue dann erstmal so ein bisschen hoch. Die ist größer als einige Lehrer aus unserer Klasse. Ich finde das so komisch. Hi Daniel, wie geht's dir? Hallöle Daniel. So, ich habe den Boss besiegt. Und ich bekomme 3 weitere Monde. Aber 1,68 ist nicht klein. Es gibt kleinere Leute in meinem Alter. Ja, nee, das auf jeden Fall. Selbst nett, dieser Kleine. Echt jetzt? Ja, die ist nur ungefähr in den 50er. 1,56 oder so. Ja, gut. Ja, aber man muss bedenken, es gibt wirklich Leute, die wachsen bis zum 18. Lebensjahr. Es gibt einige, die wachsen sogar bis zum 20. Lebensjahr. Man muss nur bedenken, wenn ich jetzt schon 1,68 bin, das ist groß. Weil ich bestimmt noch wachsen werde. Locker. Ja, du wächst auch noch. Man sagt immer, man wächst irgendwie bis zum 21. Lebensjahr oder so. Mhm. Vor allem in der Pubertät. Also wenn man in der Pubertät ist, wächst man halt ja auch. Und da ist anscheinend der Wachstum erhöht, als wenn du nicht mehr in der Pubertät bist. So, ich brauche noch 7 übrigens, ne? Muss ich irgendwie zwischenspeichern? Der hat sicherlich schon gespeichert. Wie speichert man? Was bist du vom Sternzeichen? Was ich vom Sternzeichen bin? Aha. Ich bin Stier. Ich wusste es. Ja, egal. Warum fragst du dann? Ich habe gedacht, bist du Stier jetzt oder bist du was anderes? Und dann, deshalb habe ich nochmal gefragt, weil wegen Tageshoroskop und so, das Jahr 2019 bringt dir Freiheit. Und mir essen. Essen ist immer gut. Naja, ob dieses Jahr wirklich Freiheit bringt,
mit Artikel 13 und so. Ja. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hin muss, ne? Auf jeden Fall brauche ich noch 7 Monde. Und was kann ich eigentlich mit den komischen Kasten machen hier? Ich glaube, da muss ich irgendwas befreien, aber ich weiß immer nicht, wie das geht. Ich habe in der alten Welt auch so einen Kasten liegen lassen. Da bin ich aber gespannt, ob du heute Abend noch dein Handy hast, oder? Wie? Ja, bin ich auch gespannt. Ja, okay, also bis 18 Uhr werde ich locker das Handy haben, weil vor allem bis da ist der Kinofilm und ich bin da im Kino. Und wenn ich nach Hause komme und lerne, kann ich vielleicht das Handy behalten. Frag doch einfach mal deinen Eltern, was die Bedingungen sind, dass du dein Handy behalten kannst. Auch wenn du es für heute oder für diese Woche nochmal abgeben musst, weißt du? Weil die halt erst sehen wollen, dass du wirklich lernst und so weiter. Weil ich muss halt wirklich halt lernen, das ist das Ding. Ja, das musst du dann auch wirklich durchziehen. Ja, ich weiß. Weil sonst ist kein Vertrauen da, dann hast du ein Handy für die Ewigkeit wieder. Ne, das Ding ist, das Vertrauen von denen ist gestern etwas geschrumpft zu mir, weil die sind wegen Auto, hat der Mechaniker irgendeine Scheiße am Auto gemacht, keine Ahnung. Jetzt steht dann dauernd, dass irgendein Betrieb ausfällt oder keine Ahnung, was da halt steht. Und die so, ja, passt du mal bitte auf deine Schwestern auf, wir kommen irgendwann mal nochmal zurück. Und ich so, okay, was heißt irgendwann mal? Ja, das war dann um 20, 21 Uhr ungefähr. Und sind um 14 Uhr weggegangen. Ja, ich so, darf ich PlayStation? Die so, ja, darfst du. Sagen wir es mal so, ich war die ganze Zeit am PlayStation, meine Schwester, die hat das Handy genommen von meinem Vater und hat halt YouTube angeschaut. Und die so, ja, du, ich geh mal kurz was trinken. Ich so, ja, mach das. Ist die in die Küche gegangen. Auf einmal ruft die meinen Onkel an, meine Oma und meine Mutter an. Mein Onkel hat sich gemeldet, aber die, sagen wir es mal so, die Cousine, also nicht er direkt. Und bei Oma hat sich keiner gemeldet und die so, ja, du passt nicht mehr auf deine Schwestern auf. Und ich so, scheiße. Das ist ein Ding, warum die mir solche Sachen wegnehmen, weil manchmal übertreibe ich es wirklich zu sehr, aber ich hatte die PlayStation jetzt 2-3 Monate nicht mehr. Und ja, ich kann mich da nicht rausreden. Ja, das ist ja dann auch wieder ein bisschen eigene Schuld, ne? Ja, ich weiß. Du legst dich das Ding an. Ist. Ja, ich kann. Tut mir leid, ich kann nicht dafür. Das ist ja deine Entscheidung, ne? Ich weiß, aber das ist wirklich typisch Leonie. Das ist einfach typisch Leonie, man kann nichts anderes dazu sagen. Ich habe das von meinen Eltern erklärt, ich so, ja, ihr kennt mich mittlerweile, ihr lebt 12 Jahre mit mir zusammen. Ihr wisst, dass es bei mir ist, dass ich immer übertreiben muss, egal was es ist. Auch wenn es, keine Ahnung, wenn es um Stress geht oder sowas, ich übertreibe. Wenn es heißt nach dem Motto, keine Ahnung, wenn meine Mutter sagt, ja, kannst nicht mal rausgehen oder kriegst Handy nicht mehr, ich übertreibe da. Also nicht mit dem Handy, aber übertreibe nach dem Motto, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber sagen wir es mal so, ich baue mir umsonst Druck und Stress auf. Dann lass das sein. Dann muss ich das üben, weil ich das bei mir jetzt schon seit 4 Jahren so und ich kann das nicht kontrollieren. Du brauchst mich als persönlichen Berater. Ja. Naja. Zum Beispiel, heute ist Mittwoch, oder? Ja. Gestern haben wir Englisch geschrieben. Und ich wusste das nicht, dass wir das schreiben. Ich habe wirklich in den Ferien habe ich nichts gelernt, weil wie gesagt, ich wusste es nicht in unserem, sagen wir es mal so, wir haben so ein Web-Untis auf der App, und also so eine App, und dann kannst du halt schauen, ob Stunden ausfallen oder wann du Vertretung hast, wen du hast, wann du Arbeiten schreibst und so, ne? Hm. Das war nicht eingetragen. Normalerweise muss jede Arbeit in Web-Untis eingetragen sein. Das haben die aber anscheinend vergessen, uns zu zeigen.
Ich sterbe nicht. Wir werden nach den Ferien, 3 Wochen nach den Ferien, werden wir die Englischarbeit schreiben. Ich so, okay. Habe ich gesagt, ja, dann lerne ich wahrscheinlich nicht in den Ferien, weil ich hatte eigentlich vorgehabt, die Präsentation zu machen, wurde ja nichts draus, weil ich ja den Laptop nicht hatte. Und dann am Montag, alles ganz normal, sagen wir es mal so, immer so Freunde getroffen, haben natürlich am ersten Tag nicht in der Schule so richtig aufgepasst, aber das hat die Lehrer nicht gestört. Wir haben gesagt, ja okay, ist erster Schultag nach den Ferien wieder, also ist okay. Und dann am Dienstag, so erste 2 Stunden hatten wir Mathe, war ganz chillig, haben wir eigentlich die ganze Zeit über so ein Projekt, was wir in den Ferien gemacht haben mit den Freundinnen, dann haben wir halt gesprochen, weil wir haben so Aufgabe bekommen, zum Beispiel, lass 2 Korken 100-mal runterfallen, weil wir jetzt so Wahrscheinlichkeitsrechnungen machen und so. Und über das haben wir 2 Stunden lang geredet, haben halt ein bisschen aufgeschrieben, danach hatten wir 2 Stunden Französisch, haben ein bisschen im Buch halt was gelesen und so. Danach Musik. Und dann in Musik kommt der Lehrer rein und hat gesagt, ja, nur zur Info, wir schreiben gleich eine Englischarbeit. Nicht so, was? Kein Mensch aus der Klasse wusste das. Bei der Arbeit. Ich so, ich habe wirklich jede einzelne Seite ausgefüllt, jede Aufgabe ausgefüllt. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Ich habe nichts gelernt, gar nichts. Das heißt, ich habe im Unterricht aufgepasst, obwohl ich mit meiner Freundin immer geredet habe. Und das war meiner Meinung nach die einfachste Arbeit, obwohl ich nichts, gar nichts gelernt habe. Okay. Und meine Eltern so, ja, wie ist das möglich bei dir? Weil normalerweise, wenn du Arbeit schreibst, sagst du, wenn du wirklich nichts gelernt hast, sagst du, ja, es geht. Ich kam mit Freunden reden, kam ich nach Hause, ich so, wir haben Arbeit geschrieben, ich habe so das mega gute Bauchgefühl, obwohl ich nichts gelernt habe. Die so, wie ist das möglich? Ich so, ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Mond. Ja. HGW! Danke für die Auflade. Ja, danke. Ja, nach dem Kinofilm gehe ich dann noch zu meiner Freundin, hol dieses Bioheft von ihr. Fotografiere das wahrscheinlich ab, gehe dann zum Onkel, druck das halt alles aus, damit, weil, falls ich das Handy halt abgebe, damit ich wenigstens die Kopie habe. Und dann habe ich Vorteil für die Präsentation, dann schaffe ich das sogar in einer Woche fertig zu machen. Ja, theoretisch schon. Dann brauchst du zusätzlich noch Discord-Verbot. Nein. Und anderes Verbot. Ja, okay, Discord, okay, geht klar. Ich habe nichts dagegen. Weil du hast nicht gesagt Teamspeak. Ich habe Teamspeak-Verbot und danach Discord-Verbot gesagt. Nein, du hast gesagt Discord-Verbot und so weiter. Ich habe Teamspeak-Verbot gesagt. Ja, genau. Hast du nicht richtig hingehört? Soll ich im Stream das zurückspulen? Geht nicht. Aber danach? Ja, im Nachhinein kannst du es gerne machen. Dann wirst du merken, dass ich recht habe. Und was, wenn nicht? Du wirst sehen, dass ich recht habe. Ich mach mir nicht die Mühe. Ich schau so oder so genug Streams von dir an. Zumindest alte Streams. Ich habe zu viele in den Ferien angeschaut. Ich hatte zu viel Olli für einen Tag lang. Mein Beileid. Dann ja, schreibt Olli, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich bin immer weg. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Es wird auf mich geschossen. So. Das Ding ist, ich wäre eigentlich gar nicht auf dich gekommen, dass du für mich snappst, ne? Ich habe als erstes eigentlich eine Freundin gefragt. Okay. Und das Ding ist, die hätte für mich das gemacht, nur hat sie das Passwort von mir im Account vergessen. Ich glaube, ich habe dir das früher schon mal erzählt. Na okay, sie braucht ja nicht ihr Passwort, sie braucht aber dein Passwort. Ja, aber wenn sie hat keine 2 Handys, sie hat ein Handy. Ach so, das heißt, wenn sie sich ausloggt, dann hat sie ein Problem. Genau. Aber dafür hat sie schon die Passwort vergessen Funktion, oder? Ja. Erst nachdem ich dir meine Daten gegeben habe für meinen Snapchat,
bin ich halt nochmal in Snapchat reingegangen, um so ein paar Fotos und so zu löschen. Weil das sind einfach so alte Fotos, die ich eh schon lange löschen wollte. Und dann gehe ich so einmal noch in Einstellung, weil ich die Flammen ändern wollte. Und auf einmal sehe ich da so Passwort ändern. Nicht Passwort ändern, sondern einfach nur Passwort. Ich so, okay, klicke ich so drauf. Steht da, neues Passwort. Und ich so, lol, man kann das Passwort zurücksetzen. Wusste ich gar nicht. Du konntest es zurücksetzen, das heißt, dass dir eine E-Mail-Adresse geschickt wird oder eine SMS. Und wenn du das gemacht hast, steht da neues Passwort eingeben. Das habe ich meiner Freundin geschickt, die so, bruh, soll ich das jetzt schon machen? Und ich so, nee, passt schon, hab schon wen gefunden. Das heißt, wenn du mal einen Tag lang die Snaps, ich hätte einen Ersatz, aber ja, ob die jetzt jeden Tag snappt, ist jetzt die Frage. Das Problem ist dann auch, ich kann dir keine Info darüber geben. Ja doch, also meine Freundin kann mir Info darüber geben, weil das Ding ist, du snappst dir wirklich jedes Mal. Jedes Mal, obwohl ich nicht mal mit der Flamme habe, snappst du ihr. Keine Ahnung, ich wähle mal die letzten aus oder war sie wohl? Wie heißt sie denn? Emily. Ja, ich meinte jetzt bei Snap. Also ja, Emily Wildner. Habe ich noch nicht einmal gesnappt. Doch. Immer. Wir sitzen im Unterricht, auf einmal vibriert halt ihr Handy, weil sie jetzt am Tisch. Schauen wir so nach, steht da Snap von Leonie. Aha. Klicken wir drauf, ist immer komplett schwarz mit Uhrzeit und letztes Mal, also das war am Dienstag halt, also auch gestern, Uhrzeit und diese Batterieleiste. Ja, ich weiß immer nicht, was ich snappen soll. Ja, ich hab doch gesagt, einfach irgendetwas Schwarzes oder so, ist egal was. Nur halt ich nicht. Warum nicht? Weil ich genug hässliche Fotos auf meinem Handy hab. Nein, Spaß. Ja, die waren nämlich gespeichert. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist halt komisch, wenn auf einmal so meine Tante öffnet so den Snap und sieht auf einmal dich. Ist etwas komisch. Damit sie erstmal mich anschreiben, so über Snapchat, weil die hat meine Nummer nicht, die Nummer von meiner Mutter nicht, von niemandem. Außer halt von ihrer Schwester und so und ja, okay. Von meinem Onkel. Dann schreibt sie mich dann wahrscheinlich erstmal so an, so, ja, wer ist das, Leonie? Wahrscheinlich, aber dann halt auf Kroatisch würdest du halt so oder so dann nicht verstehen. Und da muss ich erstmal eine Ausrede finden, wer das ist. Du sagst, das ist Olli. Das ist Olli, ja, wer Olli? Ja, ein sehr guter Bekannter. Wenn ich Handy nicht habe, snappt er für mich. Dann wird sie sagen, ja, warum ist er so alt? Nein. Weil er so alt ist. Nee, dann sagst du einfach, der geht, wieso alt, der geht in meiner Klasse. Ey, das kommt sicherlich lustig. Oje, die wird sich ja nur so denken, ja, okay. Nee, also. Du würdest so oder so dich nicht snappen. Und vor allem meine Freundin, die kennt dich mittlerweile. Also ich habe ihr, als wir Kontakt aufgebaut haben das erste Mal, das war vor zwei Jahren, glaube ich, fast zwei Jahren. Ja, ich weiß. Ich hätte sogar mal deine Streams angeschaut. Aber die hat nie was in den Chat geschrieben. Ja, ich weiß. Und ich so, ja, das ist der, den du angeschaut hast. Die so, ach du heilige Scheiße. Nee, oder auch nicht so, doch. Was denn? Fand sie die Streams sowas von schlecht? Ich weiß nicht, ob es an dir lag, weil du im Stream zu sehen warst oder an dem Stream selbst. Ja, wie nett. Merke ich mir. Nein, das sind die Worte von meiner Freundin. Ich habe die gefragt, ja, was ist denn so schlimm an dem? Dann die so, ja, ich weiß nicht, ob es an ihm liegt, den ich halt anschaue im Stream, oder ob es der Stream selbst ist. Ich habe jetzt nur ihre Wörter gespiegelt. Aha, ja, schon okay. Würde ich sonst freiwillig tausende Streams von dir anschauen? Ich weiß nicht. Nee, 500, nicht 1000, sondern 500 etwas. 553, glaube ich, waren es. Da ist ein Mond. Hi, Anni, das wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Hallöle. Und das bezieht sich auf Waren es, also das letzte Mal, als ich sie durchgezählt habe. Und ja, ich habe die wirklich alle durchgezählt. Ich bin hobbylos. Es steht doch ganz oben, wie viele es insgesamt sind. Bei mir nicht. Ach also so. Zumindest über Handy zumindest nicht. Das kann sein. Ja. So, was habe ich jetzt? Ich verteidige das geheime Blumenfeld. Hier machen wir noch. Und wenn ich da drei Flammen bekomme, bin ich schon zufrieden. Weil dann haben wir drei Flammen. Warum sag ich mal Flammen? Ich brauche nämlich drei Monde noch. Scheint, als ging das geheime Blumenfeld hier entlang. Ja, machen wir noch. Zur Info an alle Zuschauer, Flammen sind ab sofort die neuen Bananen oder was das auch immer sind. In den Monde. Hast du Bananen dazu gesagt? Das sieht aus wie Bananen im Stream, sag nichts. So, ich springe jetzt mal ins Loch rein, wa? Weil ich glaube, ich muss da rein.
ins Black Loch entzogen. Ich spring mal rein. Oh, ich sterbe. Nee, war richtig. Oh, Fabi ist im Discord. Was ist denn los, Anilein? Hm, was? Oh, Anni geht scheiße, hat sie geschrieben. Oh nein, warum? Das habe ich auch gerade gefragt. Es ist doch 1. Mai, Feiertag. Jeden muss es gut gehen. Keine Arbeit, keine Schule. Aua, ich verliere gerade Herzen wie verrückt. Ich verstehe den Sinn gerade schon wieder nicht, was ich hier tun soll. Also ich vermute mal, dass ich da oben rauf soll. Vielleicht muss ich dann das hier wegmachen. Ich glaube, ich bin etwas dumm, weil wenn ich krank bin, gehe ich trotzdem in die Schule. Was muss ich jetzt hier machen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss, ne? Ja, ich kann dir auch schwer helfen. Ich habe keine Switch. Ah, drück und halte B, um dich zu strecken. Ja, okay, das ist ja das sind ja die ganz normalen Aufgaben. Ups, ich habe schon wieder ein Leben verloren. Ich verliere hier Leben, ohne etwas zu tun. Das Ding ist, dieser Freund von mir, der hat sogar Odyssey, aber der so, nee, ich habe das Spiel irgendwie nicht. Und ich so, ja, warum hast du es dann hier in der Switch, dass du es gezockt hast? Und also, ich habe das Spiel trotzdem nicht. Ich so, okay. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich gehe nochmal runter. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich habe auch keine Ahnung. Obwohl, warte, ich muss mir eigentlich nur deinen Stream anschauen, dann könnte ich vielleicht schauen. Weil ich hatte so viele Lösungen, wo du dich gefragt hast, wo ist der Ausgang und so. Ich wusste das, aber ich wollte das nicht reinschreiben. Weil ich gewusst hätte, ja, wenn ich es reinschreibe, wirst du es dann eh entdecken und dann liest du später die Nachricht. So wie ich es dir einmal, als du Hilfe gebraucht hast, das letzte Mal. Dings. Fuck. Ja, als du Odyssey gezockt hast, hast du mal deinen Mond gesucht und ich so, ja, der ist da bei dieser komischen Kirchendings oder was das ist. Und erst später, als du dort warst, die Nachricht gelesen. Ich bin gut, ne? Was das angeht. Muss ich jetzt hier rauf? Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Du weißt ja, wie es in etwa aussieht, wenn dir jemand dich anruft und du hast einen verpassten Anruf, ne? Nee, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, auf jeden Fall steht da dann bei dieser Person halt immer die Anrufe irgendwo von Mailbox, bla bla bla, ne? So ein riesiger Kasten. Mich hat versucht, irgendwer zu pranken oder so, dass ich halt anrufe oder so von Mailbox, die haben eine neue Nachricht, bitte rufen sie an und dann steht da halt die Nummer. Die eigene Nummer, die mir das geschickt hat. Nicht so, ja, nee, du, ich brauch schon Geld, also ich will das nicht für euch ausgeben. Vielleicht muss ich... Ah! Ich hab rausgefunden, was ich tun muss. Blumen, muss alle Blumen haben. Okay, jetzt wird das Fias wach. Jetzt habe ich gecheckt, was ich tun muss. Leg dich nicht mit mir an. Zweimal. Ah! Ich bin umsonst die ganze Zeit gestorben. Ich sehe erst jetzt die Twitch-Stickers. Bro. Ups, ich hab's bis noch ein Herz. Okay, wenn ich jetzt sterbe, ist das nicht weiter schlimm, weil ich habe jetzt nichts rausbekommen, was ich überhaupt tun muss. Nice.
bin ich mal gespannt, schaffe ich es noch? Oder werde ich gleich sterben? Ich sterbe, okay. Das wird nichts mehr. Ja. Ich gehe wieder bye bye an. Du kannst mich ja mal anschreiben, was mit dir los ist. Wenn du möchtest. Aber jetzt weiß ich, was ich tun muss. Jetzt schaffe ich es auf jeden Fall. Jetzt werde ich den besiegen. Und wenn ich den besiegt habe, dann würde ich sagen, dann war's das. Wir sind auch schon 2 Stunden live. So. Ey, das ist ja doof, wenn ich jetzt schon ein Herz verliere. Das war jetzt ein versehentliches Herz verlieren. So. Das hat man schon. So. So. Ist da kein Herz mehr drin? Doch, da ist noch ein Herz. Oh, ich verliere ein Herz und bekomme ein Herz. Okay, jetzt habe ich richtig viel gewonnen. So. Bro. Du musst gleich los, wa? Naja, nicht wirklich. Also ich brauche für Duschen 10 Minuten, für Anziehen vielleicht höchstens 5. Weil ich weiß halt schon, was ich anziehe. Lol, hat Netflix neu geupdatet oder was ist das? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, bruh. Netflix hat komplett neu geupdatet. Kann ich nicht beurteilen. Ja, dann schau es dir an. Kann ich nicht, ich bin gerade live. Es interessiert mich nicht, nein Spaß. So, ich hoffe, das Vieh stirbt genau jetzt. Wenn ja, dann hab ich's geschafft. Es ist tot. Und 3 Monde, genau, so weit ist. Hab ich das kostenlos jetzt oder hat. Warte. Ausloggen? Möchten Sie sich wirklich ausloggen? Ja. Ich logge mich jetzt nochmal neu ein. Lol. So, warte, einloggen. Ach, zum Glück habe ich das gespeichert. Ich bin so toll. Nein, meine Freundin hat das Passwort geändert. Oh nein! So, jetzt muss ich die jetzt nochmal anschreiben. Oh. Also, ich speichere schon mal vorher einmal. Weil das ist dann nicht der Punkt, wo wir beim nächsten Mal weitermachen. Wenn es wieder mit Super Mario weitergeht. So, ich werde es aber trotzdem hier einmal die Monde übertragen. Oh nein, ich habe kein Netflix mehr. So, die Odyssee ist leistungsfähiger, das ist so schön. So, der nächste Ort, wo wir dann sein werden, wird... Was, wir haben genug Energie, um in Cityland zu reisen. Okay, das nächste wird dann also Cityland sein. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's dann mit... Das ist eine richtig, richtig geile Stadt, wa? Sieht aus... Wie solche Großstadt wie Amerika oder so. Also wie New York oder so. Nicht Amerika. Amerika ist nicht eine Stadt, wa? Glaube ich. Ich glaube, Amerika ist ein bisschen größer als eine Stadt. So. Ja, auf jeden Fall, das war's dann jetzt mit der Runde Super Mario. Dann kommt nachher Odyssey. Noch SSO. Genau, Odyssey natürlich. Dann kommt nachher noch SSO und heute Abend eventuell noch ETS. Wenn heute Abend nicht ETS kommen sollte, dann kommt es spätestens am Samstag. So, euch dann noch einen schönen Nachmittag erstmal und vielleicht bis nachher zu SSO. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.